David Pountney, ein Großteil der Bregenzer Festspiele war bereits auf der Bühne. Die letzten 12 Tage stehen bevor. Machen Sie lieber ein Zwischenfazit oder blicken Sie nach vorne? Also ich blicke nach vorne. Ich finde, wir haben noch ein wunderschönes Programm. Das versuche ich immer eigentlich, dass die Festspieler bleiben. Festspieler bis zum Ende, bis zum letzten Tag. Am letzten Tag haben wir ein wunderschönes Konzert mit Symphonieorchester Vorarlberg, mit einem tolles Programm und natürlich ein AIDA. Vor diesem letzten Tag haben wir diese Wochenende 3 Operetten von Opera North. Also das ist ein Fest von Lachen, von Humor, von Satire, von schönen Melodien, alles was mit Operetten assoziiert, wird über diese Wochenende zu erleben. Dabei sind in den Titeln Worte drin, die dem Motto Sinn und Sinnlichkeit durchaus gerecht werden. Baby, Lola, Paradies oder Hautnah. Was hat es denn mit Hautnah auf sich? Also Hautnah ist diese neue Operette, was auch ein sehr interessantes Fall ist, dass ein junger Komponist möchte jetzt eine neue Operette komponieren. Und das Sujet ist Schönheitschirurgie, also eigentlich ein sehr sinnliches Sujet, auch wenn die Sinnlichkeit ist fabriziert. Das reflektiert natürlich unsere Gesellschaft sehr starke Emphatik am Perfektionismus, an Schönheit, an Models, an alles muss perfekt sein. Also das ist natürlich ein sehr sinnliches Thema. Das Programm ist ja schon gestanden, dann der überraschende Tod von Michael Jackson. Haben Sie hier irgendwie reagiert darauf? Hat Sie das irgendwie berührt? Es war interessant, weil wir hatten nicht nur eigentlich diese Operette, die vielleicht so ein kleines Referenz hat zu Michael Jackson, aber wir hatten auch im König Roger diese Herd, die bezaubert die Leute, ist fast eine Figur wie Michael Jackson eigentlich, aber irgendwie Michael Jackson schwebt über die Festspiele diese Sommer. Was wünschen Sie sich noch für die kommenden 12 Tage? Ich wünsche mich schönes Wetter natürlich, noch 12 ausverkaufte AIDA-Vorstellungen. Ich wünsche mich eigentlich volles Haus im Haus für diesen Operettenfestspiele, die wir machen. Und natürlich beim Josefstadttheater im Kornmarkt auch. Und wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen? Ich bin relativ immer optimistisch. Das ist mein Charakter eigentlich.